Hallo, wir viben ein bisschen. Eine neue Runde an uns in the house. Die Musik ist so cool immer, ne? Ganz ehrlich, ist immer geil. So eine typische Einschlafmusik. Leute, wo sind wir stehen geblieben? Guck mal, hier ist was passiert. Hier ist was passiert. Yo, let's go, Leute. Guck mal. Wir haben... Das hier, was wir machen können. Let's go. So. Guck mal. Und jetzt hätte ich gesagt, pass auf. Wir bauen uns ein paar mehr Aluminiumhütten. Also Luftschiffhanger erstmal starten. Wichtig. Und dann bauen wir uns noch ein bisschen mehr Aluminium. Wie viel Öl ist hier? Das ist Lehm. Warum sind die so verteilt, die Ölquellen hier? Genau, hier könnten wir auch... Guck mal, die machen hier ja auch Schmutz, ne? Also die machen die Insel hier ja auch ätzend. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Was ist denn? Scheiße, kein Holz. Damn! So, die hier unten, ne? Warte mal, machen wir so und so. War das die hier? Ja. Hier könnten wir ja, wir wollen ja Öl noch herbringen. Von, also Öl in, nach Manola liefern. Das könnten wir ja hier unten machen, also für Strom. Weil hier haben wir natürlich den Vorteil, hier haben wir gute Ölfelder. Und einen guten Weg zum Hafen. You know? When you know, you know. Also, nee. Das ist ja falsch. Also ungefähr so. Ach, geht nicht ganz. Ja, Baumaterial fehlt. Okay, da müssen wir hier was herbringen. Lass mal gucken. Was haben wir hier? Ja, guck mal, reicht locker. Wir haben ja die erhöhte Range von denen. Kriegen wir sonst alle? Ne, den hier unten kriegen wir nicht. Okay, schade. Aber irgendwie so. Dann haben wir hier 6 Stück. Das heißt, wir können 2 Kraftwerke beliefern. In Manola erstmal. Das ist ja erstmal schon nicht so kacke. Das ist ja erstmal schon nicht so kacke. So, weil dann wird das hier die Schmutzinsel, weil wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, das ist immer so nervig, dass auch diese Brauereien, diese Bierbrauereien zum Beispiel, ja, die Umwelt so verschmutzen. Was ist, wenn wir die hier mit drauf bauen? Was ist, wenn wir sagen, wir importieren von hier aus auch Bier in, nach Manola? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Weil das Ding hier ist angeschlossen an den Luftschiffhafen hier logischerweise. Das wäre doch eigentlich geil, oder nicht? Hier haben wir dann eine Hacienda. Oder können wir eine Hacienda bauen? Wir haben hier Tabak. Damit kommen wir aber auch lange hin, natürlich, mit dem Tabak, der hier ist. Wir haben hier sogar ein paar Leute. Theoretisch können wir nochmal sagen, wir machen noch ein paar mehr Leute, dass wir sagen könnten, wir... Obwohl, dann bräuchten wir Bananen. Gut, das wäre aber ja nicht so dramatisch. Die ersten Bedürfnisse, weil da würde die Hacienda noch ein bisschen wachsen. Könnte man hier als Bierquelle natürlich nutzen. Damit man die Verschmutzung von der alten Insel, von der anderen Insel wegbekommt.
eher nicht so scheiße, oder? Das wäre der geeignete Ort für mein neues Basislager. Na gut, Bente. Findest du cool, dass dieser Besiedlungssound einfach immer noch original ist wie früher? Hat eine Siedlung errichtet. Die pest halt schon so krass mit ihren Luftschiffen rum immer, ne? So, dann könnten wir ja mal gucken, dass wir vielleicht hier eine so eine Nähmaschinenfabrik machen. Weil wir dann ja vielleicht irgendwann mal die... Okay. Uns die... Die Exporte sparen wollen. Na, die Importe. So, also. Du bist hier. So, das heißt, ich würde hier mal gucken, wenn wir diese Insel jetzt ein bisschen voranbringen, dass wir sagen, ja, wir bauen hier ein Depot hin oder so. Ein, zwei. Ein neuer Auftrag. So. Du fährst mal eben wieder direkt zurück. Könnte dann mal ein bisschen Stahl holen. Erstmal machen wir das. So, und dann brauchen wir noch eine Kohle. Eine Köhlerei für Aluminium. Weil eine reicht nicht. So. Läuft. So, das können wir natürlich noch nicht machen. Den können wir bauen. Schon mal. Ja, und hierfür haben wir kein Material. Und hierfür auch noch nicht, ne? Nee, ich brauche alles hier. Also ich habe kein Fenster, kein Stahl, kein Beton. Steine können wir auch noch mal mitbringen. Was fährt denn da für ein Schiff auf der Route? Das hier ist ein Clipper. Das heißt, wir müssten ihn noch nicht mal austauschen, wenn wir Bier hier mitnehmen zum Beispiel. Wir würden ja logischerweise nur Bier mitnehmen. Erstmal. Weil allein durch Bier sparst du dir hier natürlich viele Felder ein. Also Bier ist halt das eine, was viele Felder kostet. Und was natürlich noch die Bilanz schlecht macht, ne? Vom Aussehen her, also von der Attraktivität der Stadt. Wir haben hier natürlich auch schon riesige, ja, Tabakplantagen, aber dadurch, dass wir, also wir können ja mal den Bedarf und die Produktion angucken, da kommen wir noch so lange mit hin. Das ist krass, also das brauchen wir noch lange nicht erweitern. Und die Insel ist ja noch groß. Also erstmal, ne? Erstmal noch locker ausreichend, denke ich. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Polizei? Achso, da war, glaube ich, mal ein Aufstand, ne? Stimmt. Die haben rebelliert, die Leute. Die Säcke. Stimmt. So, ist mein Schiff denn schon wieder da? Nein. Okay, pass auf. Du kannst ja schon mal hier hinfahren. Dann stehst du schon mal da parat, wenn wir dich brauchen. So, wo bauen wir denn hier dann den Ölhafen hin? Kann man den eigentlich aus Wasser bauen oder muss der wirklich... Nee, das ist ja falsch.
Ja, der muss. Er muss am Wasser gebaut werden, ne? Also am Strand. Hä, da geht nicht, aber hier geht. Okay, das finde ich irgendwie lustig. Menschen lassen sie hochleben. Wir machen den einfach hier hin erstmal. Wir können ihn ja immer noch später mal versetzen. Das ist ja alles halb so wild. So. Und dann würde ich gucken, ob wir das erste Kraftwerk vielleicht einfach... Wir brauchen es ja nur für die... Für die Industrie, ne, glaube ich. Erstmal einfach hier hinsetzen. Wir stoppen das erstmal noch. So, dann nutzen wir unseren Stahl, den wir haben. Hier erstmal. So. Das heißt, das ist schon mal fertig. Und passend dazu kommt hier der Luftschiff-Hangar. Das Konstrukt, das muss ich schon sagen. Okay. So, Unterhaltskosten knapp 1000, über 1000, 1300, 1500, 900. Boah. Was für ein Ding? Das kleinste aller Luftschiffe. Braucht man für... Okay, das müssen wir uns mal nochmal angucken. Ich wollte ihn jetzt ja erstmal bauen. Der kostet mich keinen Unterhalt aktuell. Unbewaffnete Luftschiffe, bewaffnete Luftschiffe. Ich kann die auch mit Arktis Gas bauen. Allerdings hat man nicht viel Frachtraum. Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde gerne... Ich habe keine Ahnung, was ich brauche, um die Post zu transportieren zum Beispiel. Aber egal. So, werten wir mal einmal ab hier. Also upgraden wir erstmal. Kannst du mal... Hallo. Schwierige Geburt hier. So, jetzt würde ich... das so mal mitnehmen. Und so? Nee, macht keinen Sinn. Ich brauche Steine. Dann, ja, 75 Stahl reicht, oder? Pass auf, machen wir erstmal so, damit wir erstmal alles bauen können. So, da unten hin. So. Okay, und wenn die Produktion angehalten ist, kann ich natürlich hier ganz viel Sachen wieder einsparen, ne, an Gebäuden. Kann man ein bisschen... Und dann kann ich hier, genau, dann kann ich hier Salpeter machen. Das heißt, wir können dann in Angriff nehmen, dass wir mal potenziell Helium machen können. Salz geht, Salz vor allen Dingen. Zucker geht auch mit Strom, das geht mit Strom. Was machen die hier bei Strom? Ach, das sind die Salpeter. Nee, warte mal, was machen dann die? Nando-Federn, ach so. Ah. Okay, das heißt, ich muss eigentlich, hier brauche ich die Milch, die brauche ich später ja auch. Hier kommt die Milch dann. Die brauche ich ja auch. Das heißt, man muss sogar seine Plantagen mit Strom machen. Ist ja erstmal nicht schlimm. Können alle Gebäude Strom bekommen? Eigentlich ja. Gut, die Farmen wahrscheinlich nicht. Die Brauereien. Selbst die könnten Strom bekommen. Oh, das heißt, man könnte ja sogar hier die Brauereien sparen, indem man hier so ein Windrad hinstellt. Weil man kann hier durch die Mod habe ich hier auch irgendwo das Windrad, glaube ich. Hier. Ich habe nur hier keinen Stahl und keine Segel, das ich wahrscheinlich dafür brauche, ne? Nee. Neue Lieferung. Ja. Okay, aber man könnte auch dann mit einem Windrad arbeiten, wenn man nicht mit Öl arbeiten möchte oder nur Strom für einen kleinen Bereich braucht.
Kann ich sogar den noch in Strom packen? Überleg mal, wie lange das dann reicht. Mit einer Tabakfabrik quasi oder mit einer Zigarrenmanufaktur. Da die Leute mit Zigarren zu versorgen. Naja, es werden wohl immer weniger Raucher, wa? Ja, da kann man sich dann ja echt viel einsparen an Strom. Wenn wir Salpeter gewinnen, kann ich mir auch hier mit Helium arbeiten. Und kann hier vielleicht mal ein Luftschiff bauen oder so. Aber die sind natürlich recht teuer im Unterhalt, ne? So 1000 pro Schiff circa, sogar mehr teilweise. Ist schon heftig. Dafür sind sie natürlich sehr schnell. Wo ist denn mein Schiff? Ist sehr langsam, weil es gegen den. Ach du Scheiße, ist das langsam. Ach du heilige Scheiße. Okay, hier ist eine Aufgabe. Hallo. Wir müssen ihn fotografieren. Wunderschön. Wunderschön. Holzasche. Okay. Okay, das Schiff braucht noch ungefähr 3 Folgen von Anno, bis das unten angekommen ist. Das heißt, so lange haben wir natürlich auch noch keinen Strom. So. Was wir aber natürlich machen können ist, wir haben ja hier auch... Ich fühle mich so glücklich. Jetzt theoretisch noch. Ach genau, die haben dieses Jalea-Gericht hier. Wir können natürlich gucken, ob wir noch mehr Artistas machen. Das Glas ist halb. Ist doch egal, da geht noch was rein. Ich würde auch erstmal sagen, wir machen noch ein paar Straßen, oder? Wir haben ja noch überall den Feldweg gefühlt. Das ist natürlich nicht so schön. Ist ja auch noch nicht so eine schöne Stadt hier aktuell. Ich habe mich noch gar nicht darum gekümmert, dass wir die mal in Schick bauen. Das werden wir auch noch mal machen. Die Insel ist ja hier auch sehr, sehr groß. Die ist ja ähnlich groß wie Cap Trelawney. Das heißt, wir haben noch so viel Platz natürlich. Um hier uns auch echt auszubreiten. So. Wie viele sind denn pro Gebäude? 31. Das ist schon nicht so wenig, ne? Haben wir... Ah, die Lebensqualität ist alles so high-end. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Okay. Ist vermerkt, machen wir später. So, die restliche Arbeitskraft bewahren wir uns erstmal eben auf, weil wir noch ein bisschen was ja brauchen für die Ölproduktion. Damit wir da nicht irgendwie... Das Lager ist voll. Bruch gehen sozusagen. Kann ich hier auch Sachen exportieren? Oh ja, ich kann anscheinend auch die gleichen Sachen alle importieren und exportieren wie bei wie woanders auch. Ich verstehe noch nicht so ganz. Guck mal, die wollen hier diese Banjos, Saxophone und Klaviere haben. Oh, die brauchen Gitarren jetzt schon. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Kacke. Das kann ich ja noch gar nicht. Das hier kann ich ja noch gar nicht.
Baumschule Harz, Quarzsand. Was ich halt immer schwierig finde, ist das hier. Die Seiten, weil ich die handeln muss. Das ist irgendwie... Ja. Ups. Weiß ich auch noch nicht. Pass auf, kann ich die... importieren? Habe ich irgendwas, was ansatzweise... gut genug ist? Ach du Scheiße. Vielleicht Zigarren. Wir haben eine sehr gute Produktion. Ja, das geht. Man ist kein Trunkenbold, wenn man doch. Das geht.